Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Es ist Sonntag, heute ist der 15. September 2024 und ja, muss mal wieder hier die Gesichtsbehaarung kürzen bzw. abschnibbeln. Was gibt es zu erzählen? Es ist Sonntag, ich habe irgendwie nur bis 9:30 geschlafen und bin um 12:30 vom Tablet weg. 0:30 Uhr. 8 Stunden, wenn überhaupt. Mit Unterbrechung, Pipi-Pause oder sowas. Ich glaube, nachts war ich jetzt einmal mindestens draußen. Naja. Ja, was gibt's zu erzählen? Es ist immer noch Wochenende, aber leider schon der zweite Wochenendtag. Samstag ist immer noch mal ein bisschen cooler. Aber Sonntag ist ja auch ganz schön. Ich habe gefrühstückt. Ich wasche gerade Handtücher. Wäsche ist abgenommen, muss ich noch zusammenlegen. Nach dem Stream werde ich noch ein bisschen Haushalt machen, da ja die Mama morgen in Berlin aufschlägt, um am Dienstag bei einem Wander-Event mitzumachen. Genau, und also Montag dann da. Da muss ich noch ein bisschen die Bude sortieren, damit sie nicht hier so zerstaub. Irgendwie so, ne? Bett muss mal neu bezogen werden. Wahrscheinlich schläft die Mama auch hier in dem Bett. Ich werde ihr das auf jeden Fall anbieten. Bisher, das letzte Mal, wo sie hier war, hatte ich ja noch das Futon-Bett. Ist schon Ewigkeiten her eigentlich jetzt. Jetzt habe ich das Bett, da kommt sie besser rein. Da liegt sie, glaube ich, auch weicher. Und dann liege ich die Nacht auf der Couch. Da muss sie dann nicht auf dem Sofa schlafen. Mal gucken, was sie davon hält. Ja, morgen wird dann nochmal einkaufen gegangen. Zutaten für eine Kürbissuppe. Es ist Zeit. 16. September ist ja dann morgen. Da kann man schon mal eine Kürbissuppe kochen. Dann gehe ich zur Hoffisterei und hole ein lecker Brot. Und dann sind wir auch für Montagabend fürs Abendessen versorgt. Ja, ja, ansonsten, was war gestern? Gestern haben wir Star Wars Outlaws gespielt, 4 Stunden, dann 2 Stunden Pause gemacht und um 18 Uhr bis 20 Uhr nochmal Lucky Tower Ultimate gespielt. Ein ziemlich beklopptes Spiel von Studio Seufz. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich mal von denen The Longing gespielt habe. Und die haben jetzt ein neues Spiel rausgebracht oder ein Remake von dem Spiel. Lucky Tower gab es anscheinend schon mal als Browser-Game oder so. Und jetzt gibt es halt als Steam-Spiel. Und da haben wir gestern ordentlich Spaß gehabt. Und ich habe gelacht ohne Ende. Du bist zwar ständig am Sterben, aber völlig egal. Weil die Situationen urkomisch sind und immer wieder neue Kombinationen sich ergeben. Und ja, das war eine schöne Abwechslung, ein schönes Zwischenspiel zwischendurch. Ne? Ja, Star Trek habe ich jetzt echt mal erstmal geparkt. Wir hatten das ja einmal 3 Stunden gespielt, 2,5, 3 Stunden. Das habe ich jetzt erstmal zur Seite gelegt und nächste Woche sind ja auch weniger Streams. Da haben wir nur 3 Slots, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, genau. Und von daher werden wir nächste Woche sehr wahrscheinlich nur Starfield spielen. Starfield, 3x2 Stunden oder sowas oder vielleicht auch 8, mal gucken, was wir hinkriegen zeitlich. Am Mittwoch sind wir mit dem Team unterwegs. Da bin ich erst spät zu Hause. Da werde ich nicht 17 Uhr streamen können. Wahrscheinlich erst 18 Uhr. Oh, mal gucken. Ja, so ist der Plan. Und dann, wie gesagt, Montag zu Dienstag ist Mama da. Und Freitag zu Sonntag sind Orni und Buff da. Da gibt es auch keine Streams. Bleibt nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Müssen wir mit 3 auskommen, wo sonst vielleicht 5 Streams Thema sind. Aber das geht auch mal. Freue ich mich schon drauf, Besuch zu haben. Ja, gut, das ist es. Mehr habe ich nicht. Mehr habe ich in der Tat nicht. Ich habe gefrühstückt und gleich werde ich den Stream anmachen und weiter ja, das Schurken-Dasein in Star Wars ausleben und mal gucken, was es so für Quests gibt. Ich glaube, wir gucken uns heute mal irgendwas Abgestürztes an. Abgestürztes riesiges Schiff, um da irgendwas auszubauen, was wir für unser Schiff brauchen, glaube ich, um nicht nur im System rumfliegen zu können, sondern auch zwischen
den einzelnen Systemen jumpen zu können. Lichtgeschwindigkeit oder so, Mopsgeschwindigkeit, was auch immer. Gut, dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Sonntag. Habt einen schönen Tag. In Berlin ist blauer Himmel, Sonnenschein. Es ist sehr windig. Die Sonnenblumen kommen hoffentlich noch raus. Die Köpfchen sind schon sehr groß. Ich hoffe, die gehen so zum nächsten Wochenende so auf und sind dann gelb-schwarz. Mal gucken, vielleicht auch schon morgen, wenn die Mama da ist. Jo, und ansonsten, jo. Kriegen wir mal, wie die nächsten Tage so werden. Es wird, glaube ich, nochmal wärmer in Berlin, ne? Bis zu 25 Grad, was aber für die Bootstour am Mittwoch echt gut ist. Das wird echt gut. Da haben wir dann richtig Glück mit dem Wetter. Gut, zu viel verraten? Hoffentlich nicht. Ich wünsche euch was. Schönen Sonntag noch. Kommt morgen gut in die neue Woche und vielleicht bis nachher oder so im Stream. Ich bin raus. Tschüss.